Herzlich willkommen, liebe kleine und liebe große Freundinnen des Kindergottesdienst Online. Herzlich willkommen, liebe kleine und liebe große Mäuse. Kennt ihr noch Herrn Pieps? Hallo, Herr Pieps. Er ist unsere Kirchenmaus und er entdeckt immer wahre Ohrenschätze. Ja, das ist vollkommen richtig. Kennt ihr schon Frau Sicki Sitte? Sie ist Kindergottesdienstmitarbeiterin und, ganz wichtig, sie ist Sängerin in unserem Kirchenchor. Ach, Herr Pieps, das ist aber nett, dass Sie mich vorstellen und dann noch als Sängerin. Das ist mir auch sehr wichtig. Warum ist Ihnen das denn wichtig, Herr Pieps? Na, ich möchte Sie in Ihrer Eigenschaft als Sängerin etwas Wichtiges fragen. Etwas sehr Wichtiges. Na, dann legen Sie mal los, Herr Pieps. Ja, also, da hat der Kirchenchor neulich so ein Lied geübt. Wir üben jede Woche Lieder, mein lieber Mäuserich. Ich weiß, Frau Sitte, ich weiß, aber das war so ein wunderschön trauriges Lied, so ein nachdenkliches. Und es hatte einen so besonderen Rhythmus. Und darüber denke ich nach, über das Lied. Und ich möchte alles darüber wissen von Ihnen, Frau Sitte. Erinnern Sie sich denn noch, wie das Lied hieß? Es fängt so an. Nun ziehen wir die Straße. Dann wollen wir uns das mal gemeinsam anhören, Herr Pieps. Fritzi hilft uns bestimmt dabei. Oh, Fritzi, sind Sie auch da? Dann hätten Sie wohl die Güte, uns dieses wichtige Lied noch einmal zu spielen und zu singen. Herr Pieps, gerne spiele ich euch das Lied einmal vor. Hört genau zu. Nun ziehen wir die Straße, die unser Herr gegangen, verraten und gefangen, verraten und gefangen. Wir hatten uns verloren, doch er hat uns gefunden und an sein Kreuz gebunden, und an sein Kreuz gebunden. Wir ziehen seine Straße, er trägt das Kreuz uns allen. Für uns ist er gefallen, für uns ist er gefallen. Für uns hat er gelitten, guter Gott, du Gott aller Kinder, wir freuen uns über dich und singen dir unsere Lieder. Du kennst uns alle, auch die Kinder, die in einer anderen Sprache ihre Lieder singen und zu dir beten. Mit ihnen allen gehören wir zu dir. Segne unsere Gemeinschaft. Amen. Dieses Lied macht mich so nachdenklich, Frau Sitte. Worüber denken Sie denn nach? Über den Rhythmus und den Text. Ich stelle mir das so vor. Da gehen Menschen ganz langsam und feierlich und traurig auf einer Straße entlang. Das ist wie bei einer Beerdigung. Nun ziehen wir die Straße, die unser Herr gegangen. Ja, als Jesus
die Straße zum Hügel Golgatha entlang ging, war das auch sehr, sehr langsam, denn er musste ein schweres Kreuz schleppen. Und es war traurig. Das ist richtig. Und Judas hatte ihn verraten. Und die Soldaten hatten ihn gefangen. Wenn Sie über all das nachdenken, Herr Pieps, dann ziehen Sie auf dieser Straße hinter Jesus her. Sozusagen. Ich verstehe, Frau Sitte. Ich verstehe. Jetzt komme ich mit der ersten Strophe besser zurecht. Aber die zweite Strophe, ob Fritzi die noch einmal singen könnte, da verstehe ich nämlich gar nichts. Wir hatten uns verloren, doch er hat uns gefunden und an sein Kreuz gebunden, und an sein Kreuz gebunden. Wir hatten uns verloren, doch er hat uns gefunden. Wissen Sie was? Jesus ist wie ein guter Hirte. Er sucht alle Schafe, Mäuse und Menschen, die sich verirrt haben und verloren gegangen sind. Er sucht und sucht, bis er sie findet. Das haben Sie aber sehr gut erklärt, Herr Pieps. Aber nun kommt es, Frau Sitte, nun kommt es. Warum bindet er sie denn am Kreuz fest? Die armen Schafe, Mäuse und Menschen. Das ist keine leichte Frage. Also, dieses Lied hat der Pfarrer Klaus Berg im Jahr 1992 geschrieben, als er schon ein alter Mann von 80 Jahren war. Da hat er vielleicht auf sein Leben, auf sein langes Leben zurückgeblickt und gemerkt, Jesus hat ihn immer festgehalten und nicht fallen gelassen. Klaus Berg hat den schrecklichen Zweiten Weltkrieg als Soldat erlebt und war viele Jahre von den Feinden gefangen gehalten und eingesperrt worden. Das war sehr schlimm für ihn. Es gab wenig zu essen, harte Arbeit und er hatte großes Heimweh. Er hat oft daran gedacht, dass Jesus es auch sehr schwer gehabt haben muss, damals am Kreuz. Er fühlte sich eng mit Jesus verbunden. Er fühlte sich an das Kreuz von Jesus gebunden. Das hat ihm damals Halt gegeben und in der Gefangenschaft getröstet. Ich verstehe, Frau Sitte, er fühlte sich gebunden an das Kreuz, aber nicht am Kreuz festgenagelt, so wie Jesus. So ist es. Er fühlte sich verbunden, aber nicht festgenagelt. Wir sind übrigens alle mit dem Kreuz verbunden, weil Jesus das Kreuz für uns alle getragen hat, weil er für uns alle gestorben ist. Das beschreibt Klaus Berg in den nächsten beiden Strophen. Und 5. Wir ziehen seine Straße. Was denn?
Wieder sowas, was ich nicht verstehe, aber was womöglich sehr wichtig ist. Na, dann legen Sie mal los, Herr Pieps. Das mit dem Kyrielli-Sohn. Bitte was? Kyrielli-Sohn. Ach, Sie meinen Kyrieleison. Ja, das sind zwei griechische Wörter. Und Kyrie bedeutet Herr und Eleison bedeutet erbarme dich oder hilf uns. Und zusammen bedeuten die zwei Wörter Herr, hilf uns. Ah, da muss man als kleine Kirchenmaus erst da drauf kommen. Ich kann doch überhaupt kein Griechisch. Ich kann Mäusesprache, Mäusedeutsch und vielleicht ein bisschen Katzensprache, aber kein Griechisch. An Hosianna kam auch vor in dem Lied. Ist das auch Griechisch? Nein, Hosianna ist nicht Griechisch, das ist Hebräisch. Und das bedeutet das Gleiche wie Eleison. Bitte hilf. Ah, gut. Frau Sitte? Ja, Herr Pieps? Wer spricht denn eigentlich Hebräisch? Was für eine Sprache ist das denn? Das ist die Sprache des jüdischen Volkes. Die Juden nannte man früher auch Hebräer. Verstanden. Frau Sitte, ich glaube, jetzt weiß ich wirklich alles, was ich wissen muss. Und ich würde gerne noch ein Lied singen. Fritzi, haben Sie noch ein Lied auf Lager? Vielleicht ein Segenslied? Segenslied. Ja, und jetzt singen wir alle zusammen noch ein Segenslied. Gott, dein guter Segen. Der Herr ist dein Licht. Vor wem solltest du dich noch fürchten? Bei ihm bist du geborgen wie in einer Burg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Gesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Gesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Tschüss! See you.